Moin Leute, in diesem kurzen Video zeige ich euch eine interessante Möglichkeit, wie ihr eure Gear zu Hause schön lagern könnt. Viel Spaß! Und zwar sind das die Wandhalter von Montigris. Ich habe diese bei Amazon gefunden, diese kosten ungefähr 50 Euro. Es gibt verschiedene Varianten, das wäre zum Beispiel Variante 1. Und ich habe ja auch eine zweite Variante. Der sieht so aus. Das ist Variante 2. Ich dachte, bevor ich hier als Finale an der Wand montiere, zeige ich das Ganze nochmal und mache ein Video darüber. Und zwar von dem Grundgedanken her kommt das Ding an die Wand und wir können hier zum Beispiel unseren Helm oben drüber packen. Da müsste ich aber einmal meinen Gehörschutz zur Seite klappen und blockiert der ein bisschen. So, das heißt, der Helm kommt hier einfach oben drauf. Den können wir jetzt noch elegant zumachen, ein bisschen herrichten, ein bisschen hübscher machen. Auf den Kleiderbügel können wir beispielsweise den Plattenträger hier draufsetzen, beziehungsweise auch noch unten dieser kleine Haken, den ihr da seht. Da könnte man zum Beispiel auch den Battlebild dran. Wir können auch bei dem anderen zum Beispiel, hier haben wir oben eine Ablagefläche. Hier ist auch sogar noch ein Schutz drauf, den machen wir mal ab, dann sieht auch ein ganz bisschen hübscher aus. So. Dann können wir auch hier Kleinkram drauflegen, wir können auch hier den Helm draufpacken und können auch hier beispielsweise auf den Bügel die Ausrüstung dranhängen. Aber ich fand es eine interessante Idee, denn viele von uns schmeißen die Ausrüstung entweder in den Schrank rein oder lassen ihn auf dem Boden liegen. Und es gibt ja für die Airsoft-Waffen, nutzt ja viele solche Gunstands, also Halterungen, dass die Waffe ein bisschen präsentiert wird. Ich dachte, das gleiche kann man auch für die Ausrüstung machen, denn viele von uns haben eine Ausrüstung, die sieht recht hübsch aus und vielleicht möchte man diese auch ein bisschen schöner darstellen. Deswegen, als ich es gesehen habe auf Amazon, dachte ich, komm, da muss ich jetzt mal zuschlagen, das Ganze nimmst du mal. Preisen sich hier bei ungefähr 50 Euro, es gibt verschiedene Varianten, also ein bisschen von verschiedenen Varianten von Halterung. Es gibt aber auch verschiedene Holzarten, also es gibt beispielsweise auch einen Nussbaum, das ist dann ein bisschen dunkler vom Holz her. Ich habe hier so ein helles Holz, ich glaube Eiche müsste das sein, ich bin aber jetzt kein Holzkenner. Dann kann man hier verschiedene Farben, verschiedene Varianten sich einfach dann dazu holen. Von der Lieferung her haben wir es typisch gut verpackt, es wird zerlegt geliefert, das heißt wir müssen die ganzen Sachen montieren. Das ist hier auch recht einfach, denn wir haben zum einen eine Bedienungsanleitung, die übrigens auch auf Deutsch ist und dann natürlich auch schön mit Bildern. Das heißt, wir wissen sofort, was wir hier eigentlich machen müssen, was wir montieren müssen. Ist einfach erklärt. Von den Schrauben her haben wir immer die gleiche Schraube. Das bedeutet, wir können auch uns nicht in der falschen Schraube vergreifen. Es ist immer das gleiche Prinzip, die gleichen Schrauben, das gleiche Gegenstück. Das ist einfach ein ganz simples Reinstecken und Festdrehen. Es gibt nur eine Größe, gibt nur einen Imbusschlüssel, super easy. Das Holz selber finde ich auch sehr schön verarbeitet. In den Rezensionen steht drin, dass das Ganze scharfkantig sein soll. Das ist jetzt bei mir gar nicht der Fall, sei es jetzt in der Variante oder hier auch in der anderen. Also das ist gar nicht bei mir scharfkantig. Das ist schön verarbeitet, schön glatt geschliffen worden. Das ist echt ein schönes Ding. Ja. Von dem Gewicht her, was wir hier montieren können, für den Helm, also für diesen oberen Part hier, können wir maximal 10 Kilo dranhängen. Für diesen Bügel, gilt bei beiden übrigens, sind es maximal 20 Kilo, also euer Plattenträger darf maximal 20 Kilo wiegen. Und wenn ihr hier den Haken benutzen wollt, da dürft ihr maximal 10 Kilo dran machen. Von der Montage her, also insgesamt 50 Kilo, und von der Montage her kommt das Ding an die Wand ran. Da seht ihr hier noch ein paar Löcher drin, weil ich habe es noch nicht montiert gehabt. Ihr habt verschiedene Dübel mitgeliefert, weil ich muss ehrlich sagen, die fand ich jetzt nicht allzu schön, die Dübel. Die Schrauben allgemein, kann man sagen, sind ein bisschen weicher, aber dadurch, dass wir das Ding ja eigentlich nicht nochmal zerlegen und neu aufbauen, ist es eigentlich egal. Also ihr merkt, dass das Ding richtig stramm zieht, dass so ein bisschen sich anfängt, die Schraube auszunudeln, aber ganz ehrlich, wenn es einmal fest ist, dann nutzt das Ding so weiter. Also ihr montiert es eh nicht nochmal ab. Deswegen ist das vollkommen egal bei den Schrauben. Nur bei den Dübeln, die auch das ganze Gewicht danach erhalten müssen in der Wand, da würde ich dann doch eher auf eigene zurückgreifen. Einfach im Baumarkt und was Vernünftiges kaufen, weil die fand ich ein bisschen qualitativ nicht so hoch. Es gibt zwar verschiedene Varianten von Dübeln, also je nach verschiedener Wand müssen wir einen anderen Dübel benutzen. Da haben wir ein bisschen Auswahl mitgeliefert, aber wie gesagt, ich fand die jetzt qualitativ nicht so hochwertig. Und bevor ich hier meine Gear dran hänge mit 50 Kilo im härtesten Fall, nehme ich mir eigene Dübel. Dann weiß ich mich, die sind vernünftig und die halten.
Genau, von der, also was ich gut finde, von der Aufbewahrung, es ist eine logische Aufbewahrung. Also oben ist der Helm, dann kommt die Weste und ganz oben ist der Belt. Also ihr habt quasi euer Setup so visuell vor euch, auch in den verschiedenen Höhenstufen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Von den Materialien her haben wir hier Holz, wie ihr sehen könnt, und das Schwarze hier, das ist Aluminium. Das macht das Ganze stabil, aber auch schön leicht. Genau, und das war es eigentlich auch schon zu den Sachen. Einen neutralen Punkt habe ich noch, und das ist die letztendliche Montage, denn das Ganze wird ja in die Wand geschraubt. Ne? Also hier Wand dran und dann hier vier Schrauben rein und dann hält das Ganze. Manche von euch sind ja eventuell Mieter und dürfen vielleicht nicht sofort in die Wände bohren. Das heißt, für solche Leute ist das dann doof, dass man mit Schrauben montiert. Auf der einen Seite ist es gut, weil es wird dann definitiv halten und man kann auch ein bisschen mehr dranhängen, ohne dass jetzt in den Kleber auf einmal abfallen sollte. Aber dieses Bohren, nicht jeder möchte oder ihr darf bohren. Deswegen ist das noch so ein Neutralpunkt, die letztendliche Montage. Aber ich glaube, da kann man nicht was anderes machen, um das wirklich vernünftig fixieren zu können. Die Rückseite ist zwar glatt, also wenn ihr sagt, ich möchte es doch irgendwie da dran kleben, könnt ihr auch probieren, wobei wir haben hier nur die Schraubköpfe, das heißt, ihr müsst hier so ein bisschen Abstand machen, ein bisschen Spacing, aber dann könnt ihr nie das volle Gewicht dranhängen, ansonsten kippt euch das vorne rüber. Genau, ja, das war es eigentlich auch schon zu diesem Wandhalter. Wie gesagt, die werde ich mir jetzt einfach mal montieren. Ich denke mal, das ist hier mein Go-To-Halter, da kommt mein ganzes Setup drauf und hier habe ich einfach nochmal einen zweiten. Und hier kann beispielsweise Kleinkram auch für zweite Ausrüstung, zweiter Plattenträger oder hier Speedloader, irgendwie so Kleinkram-mäßig, einfach hier oben drauf. Wie gesagt, ich fand das ganz schick vom Aussehen her und auch von der Funktion her. Deswegen dachte ich, bevor ich es jetzt montiere, mache ich erst noch ein Video, damit ihr es auch mal gesehen habt. Gut, dann würde ich sagen, dann war es auch schon mit diesem kurzen Video. Danke fürs Zuschauen und der Link zu diesem Teil ist in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.